Bei dieser Aufgabe zur Impulserhaltung geht es darum, auszurechnen, mit welcher Geschwindigkeit fliegt eine Kanonenkugel weg. Wenn ich weiß, dass diese Kugel eine Masse von 12 Kilogramm hat, die Kanone hat eine Masse von 500 Kilogramm und die Kanone bewegt sich nach dem Schuss zurück. Da gibt es einen Rückstoß und zwar gemessen mit 3,2 Meter pro Sekunde. Und das verläuft eben alles mit dem Impulserhaltungssatz. Der Impuls ist m mal v. Und die Summe der Impulse vor dem Schuss ist gleich der Summe der Impulse nach dem Schuss. Also vor dem Schuss, ich nenne diese, nenne ich Strich, also die nach dem Schuss sind die Geschwindigkeiten Strich, das heißt m1v1 plus m2v2 gleich m1v1 Strich plus m2v2 Strich. Manche Bücher haben auch ein U für nach dem Schuss, die haben dann hier so ein U oder sowas. Stopp, den brauche ich. Gut. Ja, langsam. Also vor dem Schuss, nach dem Schuss. So. Zuvor war ja das in Ruhe. Ja? Alles in Ruhe. Das heißt, die sind null. Ist gleich 0, ist gleich 0. Masse mal 0 ist 0. Also am Anfang war alles 0. Der Impuls ist 0. M1V1 Strich plus M2V2 Strich. Und jetzt kann ich nach dem gesuchten V2 Strich auflösen, weil die anderen kenne ich. Also mach hier minus M1V1 Strich, dann habe ich minus M1V1 Strich gleich M2V2 Strich dividiert durch M2. V2 Strich ist minus M1 durch M2V1 Strich. Einsetzen. Das ist schon alles da. Ich mache es mal hier. V2 Strich ist gleich minus M1 war die 500. Ja. 500 Kilogramm, dann die 12 Kilogramm und dann haben wir hier mal 3,2 Meter pro Sekunde. V2 Strich ist dann 133 Meter pro Sekunde und minus, wenn man genau ist. Und jetzt sieht man auch, warum, so, warum das möglich ist, dass eine Kugel hier rausgeschossen wird und trotzdem der Gesamtimpuls 0 ist. Das ist, weil der eine Impuls ist positiv und der andere ist negativ. Es wurde in der Aufgabe noch gefragt, ob die Impulserhaltung, die erste Frage war zur Impulserhaltung, also das gilt, die Summe der Impulse bleibt 0, einer positiv, einer negativ. Es gab noch eine Frage zur Energie. Was ist mit dem Energieerhaltungssatz, wenn die Kanone erst ruht und dann gibt es einen Riesenschuss? Ich habe zuerst chemische Energie. Und diese chemische Energie wird in kinetische Energie umgewandelt. Erst habe ich Schießpulver und danach bewegt sich die Kugel. Einfach nur eine Umwandlung, der Energieerhaltungssatz ist nicht verletzt.